Heute ist es endlich soweit. Wir gemeinsam besuchen Continental. Und ich meine, die haben das nicht einfach so hier hingebaut. Sie haben Messestand hier hingebaut und geben uns Messefeeling. Und alle Bereiche von Continental sind vertreten. Also sprich, es geht um Werkzeuge, Ersatzteile und Services. Ich freue mich drauf und bin ganz gespannt, was es Neues gibt. Lass uns loslegen. Kommt mit. Markus. Hi, Sydney. Hi, wir haben ja hier so einen richtig schicken Motorblock. Ja. Und ich liebe Motoren. Ja. Nur die Sache ist ja, mit Motor kann relativ schnell Ende sein. Ne? Ja, ja. Ich sag nur Stichwort Zahnriemen. Mhm. Und da sehen wir hier was sehr Krasses, was ja, ihr gemacht habt. Wir haben ja was vorbereitet. Und Zahnriemen, wie du es schon sagst hier, das ist dieses kleine Teil, das steuert ja die Synchronisation zwischen Kurbelwelle und Nockenwelle, weißt du sicherlich. Und was kaum einer weiß, die Dinger werden auf 110 mm gefertigt. Das ist auch erforderlich, weil nur wenn das richtig läuft, dann hast du einen Motor, der sauber läuft und dann hast du auch Emissionswerte, die im Rahmen sind, was zulässig ist. Und was ich viel wichtig, also das ist super wichtig, ja. Aber die Qualität muss ja stimmen, weil wenn der Zahnriemen reißt, dann ist ja Holland in Not. Das ist genau das Nächste, aber wie willst du das rausfinden, ob der Riemen gut ist? Wenn die auf dem Tisch liegen, sehen die erstmal alle gleich aus. So, und einfach mal einen ausprobieren und gucken, ob der hält, ist auch nicht so die richtige Idee. Deshalb kannst du dich eigentlich nur auf eine Marke verlassen. Und Continental ist eine Marke, die für Qualität steht. Und hier haben wir mal, wie du es gerade gesagt hast, den Motor mal rangehängt hier. Und man denkt, das Gummi ist ein Gummiband. Das Ding lenkt sich nicht um 100 mm. Das Geheimnis ist, da ist ein Zugstrang drin aus Hightech-Material, aus Glasfasern, also Glas kennt man, das lenkt sich nicht. Und das verhindert halt, dass sich der Riemen im Laufe seines Lebens irgendwo lenkt und garantiert dir halt immer saure Steuerzahlen. Da passiert nichts mit. Ja? Und dazu kommt, dass dieser Glasfaserzugstrang, der sich da drin befindet, ist ummantelt mit Kautschuk. Kautschuk ist ja landläufig Gummi. Mhm. So, wenn man jetzt Gummi und Continental hört, dann weiß man, wofür ist Continental weltweit bekannt? Für Gummi. Für Gummi, für gutes Gummi. Für sehr gutes Gummi. Dazu kommt, dass wir halt Entwicklungspartner der Automobilindustrie sind seit zig Jahren und wir liefern auch aktuell unsere Produkte an alle namhaften Automobilhersteller. Auch die vertrauen uns. Und das ist auch der Schlüssel und die Voraussetzung, dass du überhaupt ein qualitativ hochwertiges Produkt in den Aftermarket liefern kannst. Du musst da die Erfahrung haben, das weißt du doch gar nicht, was du brauchst. Wir haben Zehntausende von Rezepturen und können auf jede Anwendung entsprechenden Riemen entsprechend entwickeln. Und das machen wir auch und da stellen wir unser Wissen dem Aftermarket zur Verfügung. Ich kann dir viel erzählen, aber wir haben da noch mal was anderes vorbereitet. Da kannst du das auch mal erfahren. Ganz genau. Viel Theorie brauchen wir nicht, wir brauchen Praxis. Also genau. Lass uns mal rübergehen. Lass uns da mal rübergehen. Alles klar. Okay, Sydney, hatte ich ja versprochen. Jetzt haben wir hier mal Praxis. Praxis, genau. Die Qualität einfach mal erfahrbar, erlebbar gemacht. Und das ist hier so ein typischer Nebentrieb. Wir sind jetzt nicht mehr beim Zahnriemen, wir haben einen Karippenriemen. Ja. Also Karippenriemen treibt ja an die ganzen Nebenaggregate, Lichtmaschine und so weiter und so fort. Klima, je nach Anwendungsfall. Und wir haben hier zwei identische Triebbilder aufgebaut. Mhm. Und man muss eins wissen, gerade wenn es um Geräusche und sowas geht, ist meist die Hauptursache Schiefstände in dem Trieb. Okay. Wenn ein Riemen auf einen neuen Motor kommt, hat das einfach. Das ist ja alles neu. Alle Lager laufen, alles fluchtet und so Nichts weiter. Nichts ist ausgeschlagen, alles cool. Super. So, der aber nach 120.000 Kilometer, da hast du es so als neues Ersatzteil so ein bisschen schwieriger. Mhm. Das eine hakt schon ein bisschen, das steht nicht mehr so gerade und so weiter und so fort. Und dann fängt halt auch das Problem an. Du machst einen neuen Riemen drauf. Dann hast du dann vielleicht Geräusche, hast vorher schon Geräusche gehabt. Und der Kunde kommt und kommt und kommt und kommt wieder. Genau. Ja. Und das haben wir hier mal simuliert, dass wir hier einfach mit diesem Hebel eine Scheibe auslenken können. Ja. No? Dann hast du einen Schiefstand und dann gucken wir mal, was passiert. Ein bisschen aufpassen hier, das Ding dreht jetzt relativ schnell. Und so wie du das auslenkst, kennt man das. Das bekannte Quietschen. Kennt man das, genau. So. Und jetzt kannst du natürlich als Werkstatt sagen, jetzt muss ich alle Aggregate prüfen, mit dem Lineal dran, mit dem Fluchtungsmesser, woran liegt das und so weiter und so fort. Oder aber du sagst, okay, liebe Industrie, gibt's da nicht was? Und Continental hat da was sogar vorbereitet. Ich hab's fast gedacht. Und das ist jetzt der gleiche Antrieb, auch hier lenken wir wieder aus. Und hier siehst du, da kannst du auslenken, wie du willst, es quietscht nicht. Es ist jetzt auch kein Trick, du könntest es ja auch selber nochmal versuchen. Du siehst, du hörst nichts. Ich guck nur, ob die beide gleichzeitig raus. Okay, alles cool.
Genau, und der Hintergrund ist eben, das sind halt diese speziellen Mischungen, die sind halt tolerant gegenüber Schiefstellung, ja, und schlucken das weg, erzeugen also keine Geräusche und haben die gleiche Performance. Nicht schlecht. Ja. Markus, du hast mich beeindruckt. Ja, gerne. Ja, wusste ich echt nicht, dass der Riemen so viel Toleranz quasi mit sich bringt. Ja, der Kontinentalriemen. Der Kontinentalriemen. Schafft das. Ja, cool. Ich sage ja immer, ich meine, ich weiß es mittlerweile, es ist ja Erstausrüstung. Das heißt, Erstausrüstungsqualität in Aftermarket. Genau. Jetzt sehe ich die Victoria da drüben stehen. Ja. Und ich denke, sie hat ein Beispiel dafür bei, oder? Mit Sicherheit. Ja, ich bin gespannt. Alles klar. Tschüss. So, Victoria, was hast du mitgebracht? Hi, ich habe da nämlich Kaltrippenriemen mitgebracht, die für moderne, riemenangetriebene Startergeneratoren sind. Okay. Und zwar kurz RSGs genannt. Die Riemen sind für die neuen Audi A6, Hybrid ab Baujahr 2018. Die haben wir direkt aus der Erstausrüstung im Aftermarket bereits eingeführt. First to the market ist immer unsere Devise. Aber das ist echt schnell, ne? Ja, genau. So versuchen wir es immer halt zur Hand zu haben. Wir lehnen uns da immer sehr an der Erstausrüstung und zwar vor allem auch an der Qualität. Mhm. Die Riemen haben ein, wenn ich dir das mal einmal zeigen darf. Ja. Ich hole mal einen raus. Ja. Gib mir. Dankeschön. Jawohl. Sehr gut. So, die Riemen haben ein sehr robustes Deckgewebe auf der Rippenseite aus Polyester und Baumwolle. Und im Riemenkörper selbst haben wir eine verstärkte Elastomermischung eingebaut mit einem sehr hohen Faseranteil. Beides sorgt nämlich dafür, dass diese Riemen den hohen Kräften zwischen 30 und 60 Newtonmeter beim Rekuperieren oder Starten eben widerstehen können. Ja, ist ja schon eine Kraft, ne, die da herrscht. Genau, so ist es. Die müssen nämlich einiges aushalten. So eine RSG bedeutet nämlich eine absolute Schwerstarbeit für so einen Riemen. Vor allem die häufigen Lastrichtungswechsel sind ein absoluter Riemenkiller. Auf Dauer kann das nur ein Premiumprodukt aushalten. So, jetzt finde ich das Produkt wirklich gut, ja, und sage, boah, das hört sich mega an. Wo finde ich denn die Information zu dem Produkt? Genau, die Information findet man zum Produkt bei uns in einem Online-Tool, das sich Product Information Center nennt oder PIC genannt, ganz kurz. Und zwar, da können die Kfz-Monteure einmal übers Mobiltelefon direkt auf der Verpackung das QR-Code einscannen und so zum Produkt gelangen oder eben über die Internetadresse, die wir auf jedem Produkt ebenfalls ausweisen. Da finden die Monteure zum Beispiel die Einbauanleitungen, die wir zur Verfügung stellen oder zum Beispiel die Fahrzeugzuordnungen oder andere technische Daten. Darüber hinaus bieten wir auch YouTube-Videos der Watchwalk-Serie an, die wir in mehreren Sprachen auf YouTube auch zur Verfügung stellen, den Kunden. Und darüber hinaus ebenfalls noch bekommen zum Beispiel die registrierten Werkstätten bei uns 5 Jahre Garantie auf alle Produkte. Also, es hört sich ja eine Bombe an, ne? Genau. Ich meine, auf allen Wegen wird dir geholfen. Genau, das soll auch die Arbeit den Werkstätten erleichtern und auch den Alltag letztendlich leichter zu bewältigen. Mega. Und die nicht viel lesen wollen, habt da YouTube-Videos. Mega, absolut. Genau. Cool, Victoria, besten Dank. Vielen Dank.